So. Nur mal gucken. Da bin ich ja schnell wieder weg. Komm schon noch drauf. Boah. Ich glaube, er hätte sogar noch hinterher springen können. Jetzt muss ich leider warten. Ich würde ja gerne mal neue Ausrüstung tragen. Ich glaube, mit Kondition. Okay. Mit Kondition erhöht sich, glaube ich, auch meine Traglast. Kann ich vielleicht mal gucken, ob ich in absehbarer Zeit, wenn ich das weiter level, mehr tragen kann. Also klar kann ich mehr tragen, aber dass ich meine Ausrüstung ein bisschen erhöhen kann. Ups. Oder vielleicht mal den Ring. Ups. Oh, Moment. Ja, stimmt. Oh, ne. Oh, ne. Ich bin immer noch auf den Ring angewiesen. Schade. Ohne den Ring müsste ich irgendwelche... Boah. Dann dürfte ich, glaube ich, gar kein Stück Metall an mir haben, was Rüstung angeht. Nur in so einer Lederrüstung rumlaufen. Naja, gut. Ich habe jetzt aber auch noch keinen anderen Ring, wo ich sagen würde, oh, den brauche ich unbedingt. Ach, da sind ja wieder die zwei Wächter. Aber den muss ich wegmachen. Wir haben beim letzten Mal gelernt, die Dämonen zu bekämpfen mit dem Typ im Rücken. Sind echt nervig. Komm her. Von euch habe ich sowieso die Schnauze voll. Den mache ich auch noch. Ich will verhindern, dass ich den irgendwie dumm trigger, wenn ich da durchlaufe oder so. Ich habe das Gefühl, ich mache deutlich mehr Schaden an dem. Habe ich so viel gelevelt seit dem letzten Mal? So. Nein. Dich habe ich mal da runter geschossen. Funktioniert das nochmal? Wohl nicht. So, den noch. Und dann habe ich meine Ruhe. So, vielleicht erzählt der mir ja was Neues. What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make weapons shiny. Ah. Soll ich dem das geben? Ja, komm. I had shiny. I make weapon. Das war das hier. Ups. Nö, so viel andere. Die Scherben hat er halt noch. Aber ein paar neue Pfeile könnte ich mir, glaube ich, mal kaufen. Na ja, gut. Was mich immer noch interessiert, ist, wo man die Bossseelen gegen Kram austauschen kann. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ist in der Regel auch ein Schmied, aber ich wüsste aktuell nicht welcher. Wir kennen... Wie viele Schmiede kennen wir denn bis jetzt? Den Schmied vor Sens Festung.
Soll ich mich da mal hin teleportieren und gucken, ob der das vielleicht macht? Und ich habe es einfach nur übersehen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder? Ich guck mal. Nehmen wir die Folge doch einfach mal, um sowas rauszufinden. Und das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Vor allem was Waffen angeht, bin ich mal sehr interessiert, was es da noch so gibt. Jetzt, da wir teleportieren können, geht es ja sowieso recht schnell. Ich gehe nur schnell dahin, guck und dann gehe ich wieder in die Kristallhöhle. Einen größeren Umweg mache ich jetzt nicht. Hatten wir noch einen Schmied? Weil aktuell sind es genau zwei Schmiede. Wo waren das? Gemeinde der Untoten, glaube ich. Gucken wir mal. Ja. Hallo. Well, I've never heard of a black ember. How about leaving that ember with me? I find it strangely fascinating. Ja, von mir aus. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential indeed. Oh yes, and one of it is said to house the grave of Sir Artorius, the Abyss Walker. Hast du das schon angehört? Those who ventured into the forest, none has returned. Oh yes. Okay, ja, der Finsterwurzgarten habe ich sowieso hinter mir. Damit hat sich das ist eh erledigt, also erzählst mir da nichts Neues. Artorius. Haben wir da aber nicht getroffen. Da wurde Artorius öfter mal erwähnt, also der Name sagt mir was. Wo war's? Ach ja. Archiv des Herzogs. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger mit meinen Flakons umgehen. Du verbrüllst den Boden. Auch nicht schlecht. Dass sie da noch einen hingestellt haben. Der Typ ist unnötig. Der wird mich niemals irgendwie aufhalten. Aber allein, dass der da steht und ich den jedes Mal töten muss. Muss ich den töten? Okay, du kommst schon angelaufen. Und da hinten kommt schon der nächste angelaufen. Ich muss gucken, dass der vorher tot ist, bevor der andere da ist. Okay, Ziel nicht erreicht. Hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, die geben mir blaue Brocken. Ja. Muss ich die zwei bekämpfen? Da ist er ein bisschen schneller unterwegs. Ach, diese seltsamen Gestalten hier manchmal. Ja, komm her. Ja, 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 ja. Ja, komm, komm, komm. So. Und auf geht's.
der andere hängt wohl fest. Das war mein Glück, aber den töte ich trotzdem nicht, dass er mir da in der Höhle in den Rücken fällt. Ich würde es auch interessieren, ob da unten auch nochmal ein Leuchtfeuer ist. Also, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass da unten ein Boss ist. So, und wenn da ein Boss ist, muss ich dann jedes Mal den Weg da runter gehen? Oh! Oder gibt es da unten noch ein Feuer? Okay, wenn der mal so ein bisschen in seine Trickkiste greift, ist er an der Stelle zu bekämpfen ein bisschen ekelhaft. So, jetzt gehe ich da hinten lang. Gucke mir mal an, welches Item ich da kriege. Menschlichkeit, okay. Oh! Die habe ich ja komplett vergessen. Ich komme aber ganz schön nah dran, ohne dass es mich angreift. So, wo bist du? Hier bist du. Ja, die habe ich komplett vergessen. Ich habe gedacht, es liegt noch ein bisschen weiter weg. Na, aber das sieht doch gut aus so. Ich bin auch nah genug dran, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ja, das zieht sich ein bisschen, aber ich traue den Viechern nicht. Und ich meine, jetzt habe ich extra neue Pfeile geholt, da kann ich es auch benutzen. Noch mal sterben sollte und noch mal hier runterlaufen muss, werde ich mal gucken, was man sonst mit dem machen kann. Weil jedes Mal drei von denen zu erschießen dauert einfach viel zu lange. Und 400 Seelen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie so eine Riesengefahr sind. Aber da unten sind halt mehr oder weniger zwei direkt nebeneinander. Und wenn ich dann doch gegen die kämpfen muss, dann wird es schon ein bisschen ekelhaft. So. Hier war ich ja schon mal. Beim letzten Mal bin ich gestorben, als ich da hinlaufen wollte. Ich bin doch da lang gelaufen beim letzten Mal. Das Ding sagt mir, da ist Boden. Ja, ich werde jetzt sehr langsam darüber gehen. Na, es geht eigentlich. Mies wäre es, wenn das irgendwo Kurven macht oder so.
Da ist ja noch so ein goldener Golem. Das gefällt mir alles nicht hier. Der will nicht rüberkommen. Ich werde ganz sicher nicht auf diesen schmalen Gang da drüben gegen dich kämpfen, Junge. Aber apropos an einem ungünstigen Ort kämpfen. Ich würde schon eigentlich auch ganz gerne loswerden. Ich meine, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Es kann jetzt potenziell weitergehen. Da muss ich nicht auf eine dumme Art und Weise sterben. Nur weil ich zu faul bin, hier einen Gegner wegzumachen. Ich will das jetzt einmal ordentlich machen. Und danach kann ich ja immer noch rumprobieren, wie man Sachen anders da oder besser machen kann. Oder schneller. Aber wenigstens einmal vorsichtig, richtig und halbwegs sicher. So, und den haben wir jetzt auch schon bald besiegt. Also das ist ja jetzt keine große Sache im Großen und Ganzen. Zwei Pfeile. Jo. Und Feierabend. Und du kommst gefälligst hier rüber. Den treffe ich von da aus nicht, ne? Wo? Hier. Hier, hier. Und einfach nur geradeaus. Ach, du bleibst da stehen? Es tut mir wahnsinnig leid, für alle, die sich das Elend hier jetzt angucken, aber... Der ist mir ein bisschen zu ätzend, um auf so einer unfassbar schmalen Plattform gegen den zu kämpfen. Und ich glaube, genau deswegen steht er da. Vielleicht soll man auch hier auf dem unsichtbaren Weg gegen den kämpfen, das mache ich schon mal gar nicht. Ja, ich weiß, es könnte durchaus spannender gestaltet sein. Aber da muss man jetzt einmal durch. Der ist ja dann komplett weg, glaube ich. Der andere Goldene war ja auch nicht mehr da. Das heißt, wir haben ja dann unsere Ruhe und können uns in aller Ruhe um die Schmetterlinge kümmern beim nächsten Mal. Dass der auch noch so viel aushält, ne? Ja, das macht es dann besser, aber so ist es jetzt nun mal. Das mache ich jetzt einmal und dann ist der für immer weg. Und dann haben wir unsere Ruhe vor dem. Dann kann ich mal gucken, wie ich da vielleicht einfach durchlaufen kann. So. Der ist doch bald tot. Und da haben wir das doch auch schon hinter uns gebracht. Der bewacht auch ein Item. Vielleicht kriegen wir ja was Nettes. So. Jetzt einfach darüber. Gar keine große Sache. Noch ein blauer Brocken. So, du musst jetzt auch nochmal weg. Es tut mir leid.
Na, die gehen wenigstens ein bisschen schneller als dieser komische Golem. Vorausgesetzt, man trifft. Na, dann mach ich auch ein bisschen mehr Schaden mit 40. Ne, variiert doch sehr stark. Ich glaube, wenn ich auf die Flügel schießen würde, die ja dann quasi näher an mir dran sind, würde ich bestimmt ein bisschen mehr Schaden machen. Naja, gut. So treffen wir sehr, sehr, wie heißt's? Fachgerecht? Ich wollte nicht fachgerecht sagen, es ist das richtige Wort nicht eingefallen. So, komm, jetzt, du, lass mich hier mal wieder ein bisschen in Ruhe. Die Höhle ist schon anstrengend genug. Wenn auch interessant, aber anstrengend. Da brauche ich halt noch irgendein... Du lebst wohl noch. Noch irgend so eine fliegende Motte, die mir hier auf die Nerven geht. So. Geht's da wieder hoch? Hier sieht man, wie die in der Luft aufkommen. Also aufplatzen, sage ich jetzt mal. Hier lösen die sich einfach auf. Seht ihr das? Ich glaube nämlich, da ist kein Boden. Aber wo geht's dann weiter? Da oben ist noch ein Boden. Nach darüber. Aber wie komme ich jetzt. Wie zur Hölle komme ich jetzt schon wieder da oben hin? Ich muss mir das mal aus der Nähe angucken. Aber da hat mich doch eine unsichtbare Wand runtergeschoben. Ich komme doch da gar nicht hin. Seht ihr? Ich komme hier nicht hin. Könnte ich da rüberspringen? Das ist keine unsichtbare Wand. Der Typ läuft einfach nur schräg den Abgrund runter. Ist es euer Ernst? Bedeutet, dass hier theoretisch ein Weg ist. Und wie hier ein Weg ist. Okay, dass da jetzt die Nachrichten stehen, macht den Weg deutlich einfacher. Vielleicht muss ich auch gar nicht bis ganz runter, sondern einfach nur darüber. Ja, die Nachrichten machen den Weg jetzt deutlich einfacher, aber gut, dafür kann ich ja jetzt wirklich nichts. Ich könnte offline spielen, ja. Aber... Also ganz ehrlich, ich habe jetzt absolut nicht damit gerechnet, dass hier sowas auf mich zukommt. Okay, ich bin rüber. Hier könnte jetzt mal ein Feuer kommen, das wäre ein absoluter Traum. Was seid ihr? Okay, was auch immer du bist, du kommst alleine. Das finde ich schon mal sehr aufmerksam und sehr freundlich. Was bist du? Ist das so eine Art Muschel oder sowas? Eine übertrieben große mit Beinen? Boah, die Karte hat bestimmt so eine Attacke, wo sie mich fressen kann oder so. Ich
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Vieh noch irgendwas kann, nachdem es gestorben ist. Okay, interessante Gegner wieder. Aber zum Glück nicht schwer. Okay, für die brauche ich, glaube ich, kein Schild. Sagt er und kriegt aufs Maul. Okay, noch drei Stück. Die hole ich mir jetzt im Bogen her, weil ich nicht gegen alle auf einmal kämpfen will. Zu langsam oder zu gierig? Sucht euch aus. Oh, ihr kommt jetzt beide auf einmal. Die eine kommt langsamer angelaufen. Vielleicht kann ich die eine töten, bevor die andere richtig da ist. Da kommt noch eine. Nein, 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 nein. Egal was passiert, ich werde definitiv nicht hier sterben. Nicht hier. Nicht jetzt und nicht hier. Okay, dass er jetzt auf einmal kommen, ist schon deutlich nerviger. Lass mich doch mal eine Sekunde in Ruhe. Ich fand euch cool, Leute. Ich fand euch wirklich cool. Und jetzt fangt ihr an, mir so hart auf den Sack zu gehen. Die Schatten da unten stehen auch schon die ganze Zeit da. Von oben habe ich gedacht, das wären Spieler. Nee, der Bogen. Der Bogen kriegt mir da auch nicht viel. Einfach jetzt Stück für Stück Schaden machen. Oh, nervt ihr mich gerade. Oh, nervt ihr mich. Schon mit erst 10 Flakons und dann bin ich circa sehr schief und dann reicht es erstmal wieder.
mit der Folge, mit der Aufnahmesession. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Deswegen nur 2 Folgen am Stück aufgenommen. Aber ich fand, die waren sehr, sehr cool. Einmal den Flakon aufgebessert und einmal weiter in die Kristallhöhle vorgedrungen und Riesenmuscheln entdeckt. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dark Souls und anderen lustigen Spielen sehen wollt. Wie immer gerne helfen. Ich bin offen für alles und froh über jeden Tipp. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.